Und deshalb ist die Empfehlung, bleibt in der Region, lasst den Klick in der Region und nehmt einen Fachmann, der sich wirklich auskennt. Ja, in der heutigen Zeit hat sich der Verkauf von Immobilien sehr stark gewandelt. Nicht nur die Präsentation einer Immobilie ist aufwendiger und anspruchsvoller geworden, was die Techniken, die Digitalisierung angeht. Wo man früher noch eine Zeitungsanzeige im Fließtext ausreichend fand, ist heute mit der Fotografie, mit der dreidimensionalen Besichtigung, mit den Medien eine sehr, sehr hohe Herausforderung einhergehend. Und der rechtliche Teil, der in der heutigen Zeit so stark gestiegen ist, der Schutz von Verbrauchern, der Schutz der Käufer, die Art und Weise, welche Informationen wirklich angegeben werden müssen, ist auch mittlerweile so stark gestiegen, dass die Aufgabe für den Eigentümer kaum handelbar ist. Energieausweis, rechtlich sichere Grundrisse, bemaßte Grundrisse, Baugenehmigungen, all diese Punkte, die heute mit die wichtigsten sind, sind für jemanden, der selber von morgens bis abends arbeitet, von montags bis freitags, kaum darstellbar. Und deshalb ist es heute wichtig, in der Begleitung eines Verkaufes auch den Fachmann aus der Region zu haben an seiner Seite. Wir übernehmen das alles, die ganze Vorbereitung, aber auch die ganze Prozessabwicklung während des Vertriebes, die ganze Verhandlung, das ist auch noch mit eins der schwierigsten. Wenn ein Verkäufer und ein Kaufinteressent alleine sich gegenüber sitzen und ein Kaufinteressent sagt, was alles doof findet, was er nicht schön findet, was vielleicht kaputt oder alt oder hässlich ist, dann fühlt sich vielleicht ein Verkäufer persönlich in seinem Geschmack gekränkt, wenn dort einer sitzt und sagt, was schlecht ist. Und dann kann man schon sehr, sehr weit auseinanderdriften. Wir sind immer neutral, wir haben immer das Fingerspitzengefühl. Und deshalb ist es wichtig, einen Makler, einen Fachmann an seiner Seite zu haben, der alles in die Hand nimmt, der die Entlastung und die Vorteile auch in der Verhandlung mit sich bringt. Ja, es gibt ganz viele gute Makler bundesweit, die alle ganz viel können. Wir hier in der Region haben aber den Vorteil, dass wir unser Zuhause kennen. Gute Region, Förderregion. Da leben, wo wir arbeiten. Und das ist der große Vorteil. Wir wissen, wo die Infrastrukturen sind, wo die Kindergärten, die Schulen sind, die Ärzte, die Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben das Netzwerk zu den Behörden, zu den Ämtern, zu den regionalen Handwerkern. Wir haben im Grunde genommen nicht nur für den Verkäufer den Vorteil, dass wir alles aus einer Hand abbilden können, sondern auch danach für den Käufer, der vielleicht von ganz woanders kommt, aus einem ganz anderen Teil des Bundes und dann hier vor Ort auch ein Netzwerk benötigt von eben Handwerkern, von Behörden und Ämtern. Und das sind die großen Punkte. Ich und wir brauchen keine Suchmaschine, um zu wissen, wo ist dann die nächste Autobahn, wo sind dann die nächsten Infrastrukturen. Wir wissen es, wenn wir schon da sind. Und ich glaube, dass das so diese Spitze ist, eine Immobilie zu vermarkten in einer Region, wo man sich selber wohlfühlt, ist noch so die Spitze. Und die Emotionen, die damit einhergehen, sowohl für den Verkäufer, der ein Zuhause verkauft, als auch für einen Käufer, der ein neues Zuhause sucht, das sind Dinge, die kann man nicht digitalisieren und die kann man auch nicht von einem großen Franchiser vielleicht übernehmen lassen, der in einer großen Hauptstadt sitzt und sagt, wir können alles digital machen. Emotionen sind nicht digitalisierbar und deshalb sind wir hier in der Region einfach für unsere Kunden, für die Verkäufer und Käufer da. 24 Stunden, man hat unsere Mobilnummer und kann uns erreichen, wenn man was hat. Und dafür sind wir auch ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Immobilienpreis für das lokale Engagement, für das regionale Engagement. Und das ist ein Preis, den es nur einmal gibt in der Kategorie. Und dafür sind wir stolz und darauf sind wir stolz. Und deshalb ist die Empfehlung, bleibt in der Region, lasst den Klick in der Region und nehmt einen Fachmann, der sich wirklich auskennt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.